Kommt es oder kommt es nicht? Es kommt im Sommer. Das zumindest verkündete Westwood auf der E3 in Los Angeles. Die Rede ist von Command & Conquer Tiberian Sun. Wenn man die in Kalifornien gezeigte Version zugrunde legt, dann dürfte es tatsächlich in Kürze soweit sein, dass die Fortsetzung der überaus erfolgreichen CNC-Reihe in den Regalen steht. Westwood präsentierte mehrere neue Features. Verbessert wurde zunächst das Missionsdesign. Auch die Voxel-Grafik fällt positiv ins Gewicht. Und dank der neuen Physik-Engine sind GDI-Truppen jetzt in der Lage, Nod-Kämpfer selbsttätig anzugreifen. Erstmals steht ein Wegpunktesystem zur Verfügung, bei dem die Einheiten eine vorgegebene Strecke automatisch zurücklegen. Die einzelnen Zwischenschritte werden mit kleinen roten Fähnchen markiert. Wenn eine Brücke benötigt wird, kann man diese mit Hilfe von Architekten nun flugs in die Landschaft stellen. Neu sind ebenfalls grüne Linien, die anzeigen, wohin sich die Truppen gerade bewegen. Dies kommt besonders der Übersichtlichkeit zugute. Gesteuert wird in bewährter Art und Weise mit der Maus. Klick auf die linke Taste und eine Einheit wurde ausgewählt. Klick auf die rechte Taste, schon ist das Ziel festgelegt. Hält man die linke Maustaste gedrückt, kann gleich eine ganze Gruppe aktiviert werden. Panzereinheiten wälzen nun nicht mehr alles nieder, unbeeindruckt von jeglicher Strategie. Somit gehören Tank Rushes endlich der Vergangenheit an. Dafür kommt der Zusammensetzung der Truppen eine weit größere Bedeutung zu. Spezialeffekte runden den positiven Eindruck von Tiberian Sun ab. Meteoritenschauer erzeugen riesige Krater und beschädigen Einheiten. Ionenstrahlen verzerren die Sicht. Jetzt muss es nur noch in den Handel kommen.